Mir ist mal aufgefallen, dass der Bewertungsbutton in Netflix ziemlich cool aussieht, zumindest auf dem Tablet. Und das wollte ich mal nachbauen. Und darum soll es in diesem Tutorial gehen. Das heißt, wir werden hier vor allem dieses Element hier stylen. Wenn man hier raufklickt, dann bekommt man ein Menü in Form von diesen beiden Kreisen. Da kann man den Film entweder upvoten oder downvoten. Wenn man das macht, dann bekommt man hier so einen Flash angezeigt und dann wird der Daumen ausgefüllt. Und andersrum genauso. Kann auch dieses Menü jederzeit schließen und dann fahren diese Kreise wieder hier rein. Das ist so eine Animation, die wir mit CSS bauen. Und ich kann die Bewertung auch wieder entfernen. Genau. Und dieses Menü schließt sich hier automatisch. Ne? Wenn ich hier raufklicke, muss ich einfach ein bisschen warten, dann wird es automatisch wieder da geschlossen. Und diese Elemente habe ich hier nicht wirklich, also die habe ich zwar gestylt, aber die haben keine Funktion, darum soll es hier nicht gehen. Sondern lediglich um dieses Menü hier zum Bewerten eines Films. Legen wir mal los mit der HTML-Datei. Ich habe hier schon mal ein bisschen was geschrieben, also im Wesentlichen die übliche Vorlage mit Headbereich und Titel drin. Und hier verlinke ich die CSS-Datei und am Ende des Bodies verlinke ich die JavaScript-Datei. Die sind beide zurzeit leer. Und ich habe hier Live-Server auf, damit kann ich hier Aktualisierung sofort sehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die Überschrift schreibe, Prinzessin Mononoke, das soll ja dieser Beispielfilm sein hier, den ich bewerten will, dann sieht man das, wenn ich das speichere. Okay, das kommt alles hier, was wir machen, in einen Div mit der Klasse Container. Also ich werde hier nur mit Klassen arbeiten, nicht mit IDs. Als erstes kommt da das Bild rein und das packe ich auch in ein Div mit der Klasse Image Wrapper. Und da kommt jetzt also ein Bild rein. Und das liegt gerade schon in meinen Unterordner. Ich habe hier in diesem Unterordner IMG bereits alle Bilder eingefügt, die wir brauchen werden. Das sind einerseits dieses Foto für den Film, andererseits aber auch die Vektorgrafiken für zum Beispiel Daumen nach oben und unten und auch die ausgefüllten Varianten. Genau. Dann noch ein Alt-Text. Das ist immer gut, falls das Bild nicht angezeigt werden kann. Und genau, dann kommt schon die Überschrift. Diesen Container, ja, da, das kommt natürlich da rein. Jetzt sieht man schon, dass das Bild sehr groß ist. Das werden wir gleich noch korrigieren. Dann haben wir unser Bereich mit den Kontrollelementen. Das nenne ich entsprechend Controls. Und da kommen jetzt im Wesentlichen drei Elemente rein, die die Klasse Control haben. Und zwar erstmal ein Element, was im Wesentlichen dazu da ist, um den Film zur Bibliothek hinzuzufügen. Also das ist dieses Plus-Bild in Netflix. Das heißt, ich packe hier ein Bild rein. Das ist dieses Plus.svg. Und der Alt-Text ist das Add, also wenn man das zur Bibliothek hinzufügen möchte. Und darunter ist ein Div mit der Klasse Control-Label. Also wir wollen die später alle stylen, deswegen gebe ich denen halt diese Klasse. Da steht Add drin. Das jetzt sieht man schon dieses überdimensionale Plus. Das habe ich halt auch schon als hellgrau definiert. Deswegen ist das hier so riesengroß und kaum zu sehen. Das werden wir also gleich im CSS noch regeln. So, und wir müssen jetzt hier auch noch verschiedene Klassen vergeben. Zum Beispiel soll das ein Control-Image sein und genauso ist es das Add-Image, also der Button, mit dem man das zur Bibliothek hinzufügt. Und hier, das ist das Add-Label. Das ist jetzt ein Kontrollelement und jetzt kommt das, wofür wir uns eigentlich interessieren, nämlich das Kontrollelement, um die Bewertung einzustellen. Also deswegen nenne ich das Rating Control. Und genau, da kommt jetzt erstmal wieder ein Bild rein. Also das hat also die Klasse Control, also ein Bild mit der Klasse Control Image. Und außerdem ist es genau gesagt das Rating Image.
Und standardmäßig soll das der Daumen nach oben sein. Und genau, dann kommt noch das Label wieder. Also ein Div mit der Klasse Control Label. Und genau gesagt, ist es jetzt das Rating Label. Und der Text ist einfach Rate. Das heißt, wir haben jetzt hier auch diesen Daumen. Und genau, und schlussendlich haben wir noch den Bereich zum Teilen. Also es ist wieder ein Div mit der Klasse Control. In diesem Fall müssen wir das nicht weiter spezifizieren. Und da drin ist wieder ein Bild mit der Klasse Control Image. Und das ist halt dieses Share SVG. Und darunter ein Label wieder, wo Share drin steht. Das ist schon fast die HTML. Wir werden später noch etwas ergänzen müssen, aber im Wesentlichen ist es das. Wir müssen hier noch, also das ist ein bisschen bequemer gleich, wenn wir jQuery benutzen, deswegen gehe ich mal auf cdn.js.org und werde jQuery laden. Kann ich hier Copy Script halt machen und einfach einfügen, bevor ich mit meinem eigentlichen JavaScript anfange. So, das heißt, wir können jetzt schon theoretisch mit dem JavaScript anfangen, aber weil es ja zurzeit ziemlich schrecklich aussieht, fangen wir lieber mit dem CSS an. Heißt, ich gehe in meine style.css-Datei rein und fange erstmal mit an mit den globalen Sachen. Also das nenne ich dann jetzt auch entsprechend Global Stuff. Erstmal setze ich die Ränder und die inneren Ränder, also Margin und Padding, alle zurück. Also Stern heißt, dass ich alles anwähle. Dann definiere ich ein paar globale Variablen. Und das sind im Wesentlichen diese ganzen Farben, die ich haben werde. Also meine Font Color, dann die Hintergrundfarbe, das soll sehr dunkel sein, also fast schon schwarz. Dann eine hellgrau Farbe und dann noch eine etwas dunklere graue Farbe und dann Overlay Color, das ist die Farbe, die wir gleich sehen werden. Also wenn man jetzt hier raufklickt, dann ist ja hier der Rest ziemlich dunkel. Und wir werden dafür ein Element anlegen, was eben gerade als Hintergrundfarbe diese Overlay Color hat. Das heißt, das ist sozusagen schwarz. Das wäre 000. Aber wir machen, dass es nicht ganz schwarz ist und außerdem ein bisschen transparent. 0,85 ist der Alpha-Wert dann hier. Okay, das sind unsere globalen Variablen. Jetzt zu unserem Body. Die Hintergrundfarbe soll eben gerade die gespeicherte Background Color sein. Und die Schriftfarbe, also das ist sozusagen die Font Color, aber es heißt in CSS halt Color, irgendeinem Grund, soll die Font Color sein. Und als Schriftfamilie wähle ich Padana. Da sind die Kontraste jetzt schon ein bisschen besser. So, dann haben wir den Container. Der soll höchstens mal 800 Pixel breit sein und zentriert werden. Das heißt, ich kann jetzt 0 Pixel nach oben und unten sagen und Auto nach links und rechts und dadurch wird der zentriert. Das sieht man jetzt noch nicht. Also das sieht man erst, wenn ich jetzt hier in meinen Image Wrapper gehe und da das Bild auswähle und jetzt sage, der soll 100% Breite haben. Dann wird das Bild halt 100% der Breite des Containers haben. Und ja, das sieht schon mal besser aus, ne? Das ist nicht mal so riesig groß. Okay, das wollte ich hier noch ein bisschen unterteilen. Container. Die Überschrift in diesem Container, also von dem Film, das stylen wir jetzt mal ein bisschen individueller. Also H2, H1 und so weiter, die haben ja schon vordefinierte Styles. Also erstmal nur die Schriftgröße, den Rand und auch die Schriftstärke. Das lege ich jetzt hier Ihnen
individuell fest einfach, damit es ein bisschen besser aussieht. Ja, das gefällt mir besser. Und genau das hier ist der Bereich mit dem Image. Und wir legen hier auch noch einen kleinen Border Radius fest. Also das fast nicht zu sehen ist, aber damit es nicht ganz so scharfe Kanten hier hat. So, dann kommen wir schon zu den Kontrollelementen darunter. Die wollen wir nebeneinander anzeigen und da ist das einfachste immer eine Flexbox draus zu machen. Und dann sind die nebeneinander. Wir wollen aber die gleichmäßig über den vorhandenen Bereich platzieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Zum Beispiel Space Between. Dann wäre es so, dass das sozusagen auch links und rechts dann 0 Platz ist. Bei den äußersten Elementen, das wollen wir ja nicht. Wir wollen sozusagen, dass auch da noch Platz einberechnet wird. Und das geht mit Space Around. Ne? Dann ist das wirklich gleichmäßig hier über die ganze Breite verteilt. Dann haben wir ja da drin diese drei Elemente gerade, die jeweils die Klasse Control haben. Und die sollen alle eine einheitliche Breite bekommen. Warum, erkläre ich später. Und die sollen zentriert sein. Das heißt, der Text ist dann zentriert. Außerdem Position Relative. Weil, also das bezieht sich hier eigentlich, ist nur wichtig für dieses Kontrollelement, weil wir nämlich die ganzen Kreise, die wir gleich noch erstellen werden, da müssen wir ja zusehen, dass wir die absolut positionieren. Aber das ist natürlich nur eine Abhängigkeit von diesem Kontrollelement. Deswegen müssen wir hier Position Relative schreiben. Genau. Dann haben wir das, die Bilder. Die haben wir alle die Klasse Control Image. Erstmal geben wir der die Klasse Block, damit es auf jeden Fall umbricht, der Text. Dann eine einheitliche Höhe. Genau. Dann ein Rahmen von 20 Pixel oben. Und wir wollen es aber zentrieren innerhalb dieses Bereichs, immer innerhalb dieses Control-Elements, weil zurzeit sind die ja links, das wollen wir ja nicht. Deswegen Auto, unten 15 Pixel und rechts halt Auto. Genau. Ich mache das hier vielleicht mal, so dass man das auch live sieht. Und wenn man da drüber hovert, dann will ich einen Cursor-Pointer haben, weil wir ja gleich auch eine Aktion da haben werden. Genau. Das Control-Label, also der Text, der darunter ist, der soll nicht ganz sozusagen so weiß sein, der soll sich so ein bisschen in den Hintergrund stellen. Deswegen legen wir die Opacity, also die Sichtbarkeit, auf 0,7 fest. Dann ist es so ein bisschen ausgegraut, das ist ein bisschen logischer. So, der nächste Schritt besteht darin, diese Kreise hier hinzuzufügen, die wir hier im fertigen Projekt haben. Dazu müssen wir nochmal in die HTML-Datei reingehen. Und zwar ist es ja zurzeit so, dass wir hier einfach direkt in diesem Control-Element das Bild und das Label hinzugefügt haben. Das müssen wir jetzt aber trennen von diesen Elementen, die wir gleich noch hinzufügen werden. Das heißt, das schneide ich mal aus und ich mache hier noch ein Element, ein Wrapper-Element mit der Klasse ControlContent. Und da packe ich das dann rein. Und aus Konsistenzgründen auch hier bei den anderen beiden Kontrollelementen. Auch weil wir später noch so einen Hover-Effekt haben wollen. Wenn man hier hyperhovert, dass dann dieses Element hier erscheint. Das wollen wir bei allen kleinen gleichmäßig machen und deswegen bei allen drei hier. Okay, das heißt, jetzt sollte hier nichts passiert sein. Sieht genauso aus wie vorher. Aber jetzt kann ich hier in diesem Kontrollelement noch ein zweites Element hinzufügen, nämlich ein Div mit der Klasse Rating Options. Das wird jetzt also diese drei Kreise enthalten. Aber auch das Overlay, also ein Div mit der Klasse Overlay. Da packe ich jetzt nichts rein, das wird aber dafür sorgen, dass sozusagen alles ausgegraut ist, wenn es aktiv ist. Zurzeit halt nicht. Und jetzt haben wir den
Jetzt haben wir drei Rating Circles, also ich kann hier schreiben Rating Circle mal 3. Zack, habe ich drei Elemente mit der Klasse Rating Circle. Das erste hat noch die Klasse Thumbs Up. Also kann ich die voneinander unterscheiden hier. Dann der andere Thumbs Down und dann Cancel, also um das Menü wieder zu schließen. Und in diesen Divs kommen jetzt Bilder rein. Das erste hat die Klasse Thumbs Up Image. Und die Quelle ist halt gerade diese Vektorgrafik, die hier schon ist. Genau, und jetzt hier eigentlich völlig analog. Mit dem Daumen nach unten. Und dann schließlich hier noch das Bild, um das zu schließen. Also das nenne ich Cancel Image. Achso, das ist ein Kreuz. Deswegen habe ich das. Muss man gerade schauen. Times. Genau, das ist ein Times-Symbol. So, dann sehen wir die hier schon mal, aber genau, so sollen die natürlich nicht aussehen. Deswegen gehen wir jetzt in die CSS-Datei rein. Erstmal zum Overlay. Das ist nämlich relativ einfach zu machen. Die Position dafür ist fix, ja, die ist sozusagen nur abhängig von dem Viewport. Und der Z-Index soll größer als 0 sein. In diesem Fall lege ich einfach mal das auf 10 fest, damit es über allem liegt. Was ja erstmal standardmäßig Z-Index 0 hat. Dann soll das oben bei 0 anfangen und unten auch entsprechend sozusagen den ganzen Bildschirm ausfüllen und genauso links und rechts. Und die Hintergrundfarbe ist gerade, wie gesagt, dieser Overlay Color. Und jetzt haben wir hier tatsächlich diesen Overlay. Okay, jetzt müssen wir aber zusehen, dass die drei Kreise zu sehen sind. Und die haben ja die Klasse Rating Circle. Da geben wir also einen höheren Z-Index an und außerdem absolute Positionierung. Und die sollen beide. Oder die drei sollen 90 Pixel breit sein und auch 90 Pixel hoch. Als Hintergrundfarbe verwenden wir die gespeicherte dunkelgraue Farbe. Und damit das ein Kreis wird, legen wir Border Radius 50% fest. So, dann hat man die jetzt schon mal. Die liegen jetzt gerade alle übereinander. Damit ich die überhaupt mal auseinanderhalten kann, verschiebe ich die mal hier irgendwie. Also Thumbs Up mal 100 Pixel nach links und Thumbs Down 300 Pixel nach rechts. Ja, um überhaupt irgendwas zu sehen, oder sagen wir mal 200. Okay. Jetzt das werden wir gleich wieder entfernen. Okay, das heißt, wir haben erstmal die Images, die hatten wir ja. Thumbs Down Thumbs Up Image und Thumbs Down Image genannt. Und da legen wir jetzt mal die Größe fest. Jeweils. Nämlich sollen die 30 Pixel breit sein. Dann hatten wir noch diesen Kreis mit dem Schließen-Button. Das hat keine eigene Klasse, aber das ist sozusagen das Image, was in diesem Bereich mit der Klasse Cancel ist. Ah, ist doch. Habe ich doch. Okay. Also kann ich hier auch Cancel Image schreiben. Und das soll nur 15 Pixel breit sein. Gehen wir mal nochmal zurück zu dem Rating Circle. Es sollte so sein, dass die Bilder zentriert sind
Und eine einfache Art und Weise, das zu machen, ist mit einer Flexbox. Und wir legen sowohl Justify Content auf Center fest, als auch Align Items. Also das sorgt für horizontale Zentrierung und das für vertikale Zentrierung in diesem Fall. Dann sind die genau in der Mitte. Okay, und außerdem Cursor Pointer, damit ich weiß, dass ich da drauf klicken kann. Und wir wollen noch einen Rand festlegen. Und da wählen wir diese hellgraue Farbe. Wir auch wieder größer machen hier. Wenn ich über einen Rating Circle hovere, dann möchte ich, dass die Rahmenfarbe sich verändert. Also ich kopiere das einfach mal hier und anstelle der hellgrauen Farbe soll halt die dunkelgraue Farbe kommen. Das macht keinen Sinn, sondern die Font Color. Genau. So ein gewisses Highlight dann. Okay, dann haben wir die Kreise, die speziell hier zu Up- und Downvote gehören. Das war ja gerade Thumbs Up und Thumbs Down. Also Thumbs Up und Thumbs Down. Und die mache ich erstmal ein bisschen kleiner, weil das ist sozusagen ihre Anfangsposition, die wir jetzt teilen. Das ist, also so sehen sie am Anfang aus. Und erst am Ende sollen sie Scale 1 haben. Also wenn sie sozusagen rausgeploppt sind. Und zwar werde ich das mit einer Klasse machen. Die nenne ich out. Also sozusagen wie draußen. Wenn diese Klasse out zu diesem Thumbs Up hinzugefügt worden ist, dann möchte ich Transform Scale 1 sagen. Das heißt, die werde ich nachher mit JavaScript hinzufügen, diese Klasse, damit dann auch diese Animation hier zustande kommt. Am Anfang klein und dann hat es die eigentliche Größe. Und jetzt müssen wir uns noch um die Positionierung kümmern. Wir positionieren zunächst mal den Cancel-Kreis, den hier. Also da gehen wir hier hin. Der soll erstmal eine andere Breite bekommen. Ich meine, das Kreuz ist ja auch kleiner, also sollten wir auch die Breite und die Höhe von dem Container kleiner machen. Genau. Dann Left 0. Das war sowieso schon so, weil zufällig die Breite, weil diese Kontrollelemente genau die Breite 50 Pixel haben. Und der Kreis hier halt auch. Aber top, damit verschieben wir das jetzt ein bisschen nach oben, indem wir top 10 Pixel sagen. Das geht auch nur, weil wir hier Position Absolute gesagt haben. Damit können wir das absolut positionieren in einem Control-Element. Dann ist das genau über dem, ich kann das ja mal zeigen, wenn ich jetzt Opacity 0,4 oder sowas festlegen würde, dann sieht man, dass es wirklich genau über dem bewährten Bild hier ist. Deswegen diese Verschiebung. Okay, dann haben wir das schon mal positioniert und jetzt wollen wir diese beiden hier positionieren. Das heißt, ich mache mal das hier wieder weg und stattdessen wähle ich beide an und will sie erstmal in den Mittelpunkt kriegen, weil das ist ja ihre ursprüngliche Position. Sie sind erstmal genau dahinter oder da drauf, wie auch immer, und dann kommen sie raus. Und das wird halt auch wieder mit dieser Klasse out passieren. Und ja, wir müssen sie also verschieben. Erstmal left minus 20 Pixel und top minus 10 Pixel. Das sieht man jetzt nicht, aber jetzt sind sie genau dahinter. Also diese Zahlen habe ich ehrlich gesagt experimentell bestimmt. Da steckt jetzt nicht viel systematische Überlegung hinter. Ich kann das hier mal ein bisschen zeigen. Jetzt ist es sozusagen noch, ja, schon sozusagen richtig von der X-Position, aber von der Y-Position noch nicht. Und jetzt muss man das einfach dahinter schieben. Genau. Und wie gesagt, das hatte ich ja hier schon gemacht. Hätte ich eigentlich da auch machen können hier.
Am Anfang soll das eben kleiner sein, nämlich nur 0,5 so groß. Und wenn wir jetzt die Klasse out hinzufügen, das hatte ich ja hier auch schon gemacht, thumbs up out, dann ist Scale 1, das heißt, es hat die ursprüngliche Größe, aber es soll sich auch verschieben. Das heißt, ich kann auch einen weiteren Befehl hinzufügen. Und zwar soll das um 70 Pixel nach links gehen und um 80 Pixel nach oben. Deswegen die Negativwerte hier, weil sie nach links und nach oben geht. Und das kann ich ja mal zeigen jetzt, wenn ich jetzt hier bei meinem Thumbs-Up-Element bin und hier jetzt noch die Klasse Out hinzufüge, dann hat sich das verschoben und vergrößert. Eben wegen dieser Definition hier. Okay, und diese Klasse werden wir, wie gesagt, dynamisch mit JavaScript hinzufügen, sobald ich diesen Bewertungsbutton geklickt habe. Genau, und jetzt bei Thumbs Down ist es eigentlich ganz ähnlich. Bloß, dass wir nicht nach links verschieben, sondern nach rechts. Das heißt, hier sind nicht minus 70 Pixel, sondern plus 70 Pixel und der Rest bleibt aber genauso. Ich habe jetzt mal zu beiden Elementen die Klasse Out hinzugefügt. Und wenn man jetzt genau hinschaut, sind die Bilder nicht genau in der Mitte, sondern so ein bisschen weiter oben. Also hier ist das auch der Fall. Hängt vielleicht auch mit den Vektorgrafiken zusammen, wie die genau aussehen. Aber das können wir ja beheben, indem wir hier einfach alle Bilder hier auswählen in diesen Rating Circles und dann eine Transformation machen, nämlich Translate Y, also eine Verschiebung in Y-Richtung um ein Pixel nach unten. Und dann sieht das schon so ein bisschen besser aus, finde ich. Also zwei Pixel ja zu viel, deswegen besser ein. Okay, ich habe die beiden Klassen wieder entfernt. Jetzt sollte es aber so sein, dass man das hier gar nicht anfangs sieht. Das sollte ja nur dann kommen, wenn ich gerade dabei bin zu bewerten. Das heißt, der Ursprungszustand ist so, dass das Div mit der Klasse Rating Options gar nicht zu sehen ist und deswegen Display None. Ne, wenn ich jetzt Block schreiben würde, dann wäre es wieder da, aber das werden wir später im JavaScript regeln. Okay, und was wir jetzt machen, sind diese Animationen hier. Wenn ich jetzt drüber hovere, gerade gesehen, ich habe hier den deutschen Titel gemacht gerade, aber gut, macht keinen Unterschied. Also wenn ich drüber hovere, dann kommt hier dieses Element. Das hat anfangs eine Breite von 0% und dann baut es sich sozusagen auf zu 100%. Das werden wir jetzt mal machen. Und das bezieht sich, könnte man denken, auf diese Control-Elemente, diese drei Stück, aber eigentlich möchte ich, dass sich das auf den Control-Content bezieht. Weil, als ich das hier gebaut habe, dann hat sich gezeigt, es gibt sonst ein Problem mit diesen Rating-Options hier. Genau, deswegen haben wir die halt auch vorhin zusammengefasst hier, diese drei Control Contents. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier runter. Control Content und dann After Selector. Und der Content von so einem Element muss immer erstmal definiert werden, zum Beispiel auch als Layer. Dann wollen wir es als Block anzeigen lassen. Die Breite ist anfangs jetzt zu Demo-Zwecken 100%, später 0%, Höhe 2 Pixel und die Hintergrundfarbe sei halt unsere Fun Color, also fast weiß. Dann haben wir die. Ist gerade noch zu nah am Text dran, deswegen lege ich noch einen Rand fest von 5 Pixel um und unten. Okay, und wie gesagt, das soll eigentlich anfangs 0% sein. Und wir möchten, dass das dann 100% wird, wenn ich drüber hovere. Also Control Content, dann Hover und dann wähle ich den After Sektor an und lege die Breite auf 100% fest. Genau. Und nochmal, warum man das nicht auf das Control-Element beziehen kann. Also das Problem ist, wenn ich sozusagen hier dabei bin, gerade den Film zu bewerten, dann bin ich immer noch dabei, sozusagen drüber zu hovern und dann verschwindet dieses Ding hier nicht. Das sollte es aber. Das sollte nur sein, wenn ich wirklich hier drüber hovere, nicht über das gesamte.
Control Element. Deswegen habe ich hier diese Hilfsklasse eingeführt. Das sollte natürlich nicht so ruckartig hier sein, ne? Deswegen legen wir jetzt auch eine Transition fest. In Bezug auf die Breite, das soll sehr schnell gehen, 90 Millisekunden. Und als Zeitfunktion nehmen wir EaseIn is out. Das heißt, es fängt langsam an, geht dann schnell und dann hört es auch wieder langsam auf. Also für Demo-Zwecken vielleicht mal, machen wir ruhig mal eine ganze Sekunde. Dann sieht man, wie sich das hier aufbaut. Genau. Und, aber ich möchte, dass das sehr schnell passiert. Sowohl beim Reinhavern als auch beim Raushavern. So, kommen wir mal zum JavaScript. Also wenn ich jetzt hier bin, dann möchte ich erstmal den Film festlegen, den ich gerade bearbeite. Das mache ich mit einer Variable currentMovie. Als ID vergebe ich jetzt mal die ID von Prinzessin Mononoke in der IMDb. Title ist also Prinzessin Mononoke. Und dann speichere ich noch die Bewertung ab, die ich gerade als User da gegeben habe. Am Anfang ist die null, also ich habe das nicht bewertet. Und dennoch kann man, wenn man möchte, hier noch eine Variable machen, ob man das jetzt zur Bibliothek hinzugefügt hat oder nicht. Aber das werden wir ja gar nicht implementieren, insofern ist es vielleicht jetzt auch nicht wichtig. So, dann haben wir ja unser Rating-Image hier. Da will ich jetzt ein Click-Event definieren. Und mit jQuery kann ich das Rating-Image ja ganz einfach anwählen, so. Und auch ein Click-Event definieren, indem ich jetzt einfach diese Funktion hier jetzt reinschreibe. Show Rating Options. Die muss ich jetzt definieren. Und ja, da habe ich ja mein Element mit der Klasse Rating Options. Und das muss ich ja anzeigen, könnte man mit Show machen, aber ich will auch, dass es eine Animation hat. Deswegen schreibe ich hier Fade In. Und jetzt kann ich als Argument noch die Anzahl der Millisekunden übergeben. Ich sag mal, das soll in 200 Millisekunden passieren. Außerdem sollen Thumbs Up und Thumbs Down diese Klasse Out bekommen, wo ich schon definiert hatte, was dann da passiert. Und außerdem auch das Rating Control. Soll auch die Klasse Out bekommen. Okay, wunderbar. Jetzt müssen wir natürlich auch wieder das zusehen, dass man das wieder schließen kann, das Menü, indem ich hier drauf klicke. Das heißt, ich gehe auf, ich wähle mein Element aus, das die Klasse Cancel hat. Und wenn ich da drauf klicke, dann, ja, die Funktion, die kann ich eigentlich hier direkt definieren. Und zwar ist es einfach Hide Rating Options. Und da mache ich im Prinzip genau das Gegenteil. Also ich kann das hier fast schon kopieren. Statt Fade In schreibe ich halt Fade Out. Statt L-Class schreibe ich Remove-Class und Rating-Control genau dasselbe. Zack. Und jetzt kann ich hier das auch wieder schließen. Jetzt ist es aber so, dass ich hier noch keine Bewegung habe. Ich meine, das wird zwar schön eingefadet, das ist auch gut, aber die Kreise sind einfach da und dann wieder weg. Also dafür möchte ich eine Animation machen. Und dafür gehe ich zu Thumbs Up und Thumbs Down. Und hier bei den allgemeinen Eigenschaften, da lege ich jetzt eine Transition fest von dem Transform-Attribut. Da ist ja die Veränderung hier, wenn ich die Klasse hinzufüge. Und zwar soll das in 180 Millisekunden gehen und Ease Out. Also da kann man jetzt auch wieder verschiedene Timing-Funktionen machen. Für Demo-Zwecke mache ich das mal 1,8 Sekunden. Und dann wächst das hier so raus. Ease Out heißt, dass es langsam sozusagen sich am Ende bewegt. Man könnte ja auch sowas wie linear mal ausprobieren. Dann ist es wirklich ganz gleichmäßig, aber also ich fand eigentlich das hier am schönsten.
Ease out. Das Coole ist, dass das sozusagen auch automatisch dann in die entgegengesetzte Richtung animiert wird. Also wenn ich jetzt hier aufklicke, wird ja die Klasse entfernt. Und das heißt, er bekommt wieder diese vorherigen Werte. Also wo Scale 0,5 ist hier. Und die Position, die hier ist. Und dann animiert er das auch. Das ist natürlich ziemlich praktisch. Genau. Das ist eigentlich schon fast der Hauptteil hier, den wir jetzt hier fertig haben. Genau. Jetzt müssen wir aber die Funktion hier einfügen, mit der ich wirklich den Film bewerten kann. Also das heißt, ich muss jetzt sagen, was passiert, wenn ich auf das Thumbs Up Image klicke und was passiert, wenn ich auf das Thumbs Down Image klicke. Und ja, also was halt irgendwie ökonomischer ist, ist, wenn wir das sozusagen in einer Funktion schreiben. Das heißt, ich mache eine Vorschleife, in diesem Fall aber nur, ja, nur zwei Fälle sozusagen hat, nämlich einmal i gleich 0 und einmal i gleich 1. Und die Option, die ich habe, ist entweder up oder down. Sagen wir mal, wenn i gleich 0 ist, dann habe ich hier den Fall up und sonst halt down. Und die andere Option, die brauche ich gleich auch noch, die kriege ich ja dann genau andersrum. Also ich logge das einfach mal, um das zu zeigen, was hier eigentlich passiert. Also ich gehe einmal den Fall durch, wo die erste Option up ist und die zweite down. Dann den Fall durch, wo die erste Option down ist und die zweite halt up. Okay. Dann kann ich jetzt halt einfach beide Bilder gleichzeitig behandeln. Und zwar möchte ich sagen, was passiert, wenn ich auf dieses Thumbs Up bzw. Down klicke. Das heißt, da muss ich jetzt die Funktion hier einfügen. Mit einem Template Literal kann ich die jetzt hier als Variable einfügen, die Option. Es ist ein Click-Event. Da mache ich jetzt keine anonyme Funktion, weil ich nämlich gleich this brauche. Und da gibt es ja jetzt mehrere Situationen sozusagen. Entweder habe ich den Film schon bewertet oder nicht. Oder ich habe ihn vielleicht genauso gleich schon bewertet, dann möchte ich die Bewertung wieder zurücknehmen. Und aber es läuft letztendlich nur auf zwei Fälle hinaus. Also ich habe ja meinen aktuellen Film, davon die Bewertung. Und wenn das nicht die aktuelle Option ist, dann heißt das, dass ich die Option, die Bewertung darauf festlegen möchte und die ursprüngliche jetzt irrelevant ist. Das heißt, currentMovie.rating setze ich gerade auf diese Option fest. Und jetzt habe ich meine beiden Elemente. Die Bilder habe ich ja Thumbs Up Image und Thumbs Down Image genannt. Und da muss ich jetzt die Bilder ändern. Und zwar bei dem Bild, wo ich gerade bin, das ist ja gerade Thumbs und dann die Option Image. Und das muss ich jetzt ausfüllen. Und das mache ich, indem ich einfach die Bildquelle ändere. Die Bildquelle kann ich ändern. Das ist ein Attribut. Das heißt, ich bekomme das in jQuery mit .attr und dann Source. Und die Quelle ist gerade hier in meinem Bildordner und dann Thumbs und dann wieder die entsprechende Option. Aber jetzt in diesem Fall filled.svg. Das ist genau der Daumen mit einem ausgefüllten nach oben oder unten, je nachdem, was die Option ist. Und bei dem anderen ist es aber genau andersrum. Das möchte ich ja nicht ausfüllen. Das heißt, hier bei Option 2 ändere ich das Bild einfach dazu, dass es nicht ausgefüllt ist, falls es vorher ausgefüllt war. Kann ja auch sein, dass zum Beispiel hier der Fall tritt ja auch auf, wenn das hier 0 ist, wie am Anfang, wo ich es noch nicht bewertet habe, dann macht diese Funktion hier nichts, ja, dann könnte man die auch weglassen, aber ich möchte sozusagen beide Fälle gleichzeitig behandeln. Okay, das heißt, ich habe jetzt die Bilder geändert und jetzt möchte ich, dass das Menü wieder ausgeblendet wird. Das heißt, ich mache das nach einer gewissen Zeit nur. Ich will ja nicht, dass das sofort weggeht. Ich warte mal 600 Millisekunden und
Da habe ich halt schon eine Funktion geschrieben, also Hide Rating Options. Und dann muss ich das Bild, was ich in meinem Rating Image habe, oder genauer gesagt, Rating Image ist ja das Bild, aber ich muss die Quelle dafür ändern. Nämlich ist es jetzt genau das, wonach ich das bewertet habe. Also hier, das habe ich ja schon definiert gehabt. Also wenn ich abgewotet habe, möchte ich, dass da auch ein ausgefüllter Daumen ist. Genau. Super, das hat funktioniert. Und das müsste jetzt auch schon beiden gehen. Also wenn ich das jetzt hier downvote, genau, dann passiert das auch. Andernfalls, also das bedeutet, dass ich jetzt den Film genauso bewertet habe, wie er gerade schon, wo ich gerade draufklicke. Das heißt, ich muss die Bewertung zurücknehmen. Das heißt, jetzt ist das Rating 0. Und ja, dann muss ich das hier zurücksetzen. Dann sind beide sozusagen nicht ausgefüllt. So, das kann ich hier auch wieder kopieren. Bloß, dass ich hier eben auch das nicht ausgefüllte nehme. Aber tatsächlich, das soll sozusagen das Neutrale sein. Und das Neutrale ist mit ab. Thumbs up. Und nicht ausgefüllt. Schauen wir mal. Also, ich bewerte das jetzt mal ab. Okay, das ist schon mal gut. Nehme ich zurück. Okay, dann ist es hier auch wieder weg. Okay. Es gibt jetzt aber noch eine Sache, die falsch ist. Und zwar müsste es so sein, dass wenn ich jetzt hier raufklicke, dass es dann auch hier zu sehen ist, ne? Den Fehler gefunden, also jedes muss nicht Punkt-Image sein, sondern jeweils Bindestrich-Image. So hieß das ja. Okay. Zack. Tatsächlich wird das Bild das dann. Genau. So soll es sein. Okay. So, und was wir jetzt noch einbauen, ist diese Flash-Animation, oder? Blitzanimation, also wenn ich jetzt hier raufklicke, dann wird das Bild zwar ausgefüllt, aber ich sehe auch sozusagen kurz ein Aufleuchten. Und das machen wir mit einer Hilfsfunktion, die wir in jQuery erstmal allgemein schreiben. Also das wäre jetzt auch kein Problem, das hier ad hoc reinzuschreiben, aber es ist ein bisschen systematischer, wenn ich einfach allgemein jedem jQuery-Element eine Funktion hinzufügen kann, Flash Class. Die will ich schreiben. Und das bedeutet, dass eine Klasse hinzugefügt wird, die ich jetzt als Parameter übergeben kann und nach einer gewissen Zeit sie auch wieder entfernen. Und das kann ich machen, indem ich zum Prototyp von jQuery, das bekomme ich mit $.fn, eine Funktion hinzufüge, die nenne ich FlashClass. Und die hat zwei Parameter, einerseits den Klassennamen, für die Klasse, die ich dann hinzufüge bzw. entferne, und eine Verzögerung. Das heißt, das Element, worauf sich das gerade bezieht, bekomme ich mit this und da füge ich die Klasse hinzu. Und jetzt mache ich einen Timeout, nämlich gerade nach diesem Delay, und dann entferne ich sie wieder. Das hat den Vorteil, dass es wiederverwendbar ist hier. Und jetzt kann ich hier einfach in meiner Funktion, wenn ich hier raufklicke, das aktuelle Element auswählen, also entweder Thumbs Up oder Thumbs Down. Und jetzt Flash Class Flash. Und das soll 80 Sekunden gehen, bis ich sie wieder entferne. Okay, genauer gesagt, das muss hier natürlich aus der if-Frage raus, weil das soll in jedem Fall flashen. Okay. Und diese Klasse, die definiere ich jetzt hier. Und die legt ganz einfach die Hintergrundfarbe fest. Und zwar auf unsere FunColor. Und damit was auch ein bisschen mit so einem Übergang passiert, muss ich jetzt auch noch hier in meinen Transition-Eigenschaft die Hintergrundfarbe sagen, dass die auch animiert werden soll, und zwar
80 Millisekunden, also sehr schnell. Und dann macht es auch kaum Unterschied, welche Zeitfunktion man nimmt. Ich nehme jetzt mal linear. Genau. Schauen wir mal. Zack. Genau. Und flash das hier auf und dann wieder zurück. Okay, und zum Schluss wollen wir noch einen kleinen Bug beheben. Und zwar, wenn ich jetzt hier gerade das Menü auf habe und jetzt mehrmals darauf klicke, ne, dann wird das hier auch mehrmals geändert. Und das ist natürlich Quatsch, das sollte nicht möglich sein. Und genauso, wenn ich das jetzt hier wähle und dann hier nochmal, also ich kann auch sozusagen auch die verschiedenen Kreise mehrmals anklicken. Das sollte aber nicht möglich sein. Und das lösen wir in JavaScript, indem wir eine Variable einführen und die heißt einfach Rating Possible. Also ist eine Boolean, anfangs ist es schwarz. Und jetzt machen wir einfach mehrere Abfragen. Also nämlich darf ich nur dann eine Bewertung vornehmen, wenn eben diese Variable true ist. Und das muss ich jetzt in die einzelnen Funktionen reinschreiben. Auch beim Cancel-Button ist es zurzeit so, dass wenn ich das hier mache, dann will ich nicht vorzeitig auf diesen Cancel-Button drücken, weil dann sieht diese Animation hier irgendwie kacke aus. Dann wechselt das hier auf einmal. Das heißt, auch bei Cancel mache ich eine Abfrage. Wenn das eben nicht der Fall ist, dann bin ich hier fertig. Ne, dann gehe ich aus der Funktion raus. Und bei Show-Rating-Options genauso, beziehungsweise da ist es so, jetzt setze ich die Funktion, die Variable auf true. Weil jetzt kann ich ja bewerten. Wenn ich aber die ausblenden möchte, dann setze ich die Variable wieder auf false. Okay. Und auch in meiner Klickfunktion hier, da mache ich auch eine Abfrage. Also wenn eben das Rating nicht possible ist, dann gehe ich wieder raus und direkt danach sage ich aber, dass es nicht mehr möglich ist, weil dann habe ich ja gerade geklickt und dann möchte ich eben nicht, dass es nochmal geht. Und das kann ich mit dieser Boolean hier machen. Okay, schauen wir mal, ob das geht. Also wenn ich jetzt hier aufklicke und nochmal, dann passiert nichts, weil nämlich hier das auf False gesetzt worden ist. Und das heißt, ich komme hier wegen dieser Zeile, wenn ich nochmal klicke, nicht mehr rein. Ich komme erst wieder rein, wenn ich hier in dieser Funktion bin, Show Rating Options. Aber dafür muss ich hier wieder raufklicken. Und ich kann ja auch nicht vorzeitig das Menü schließen und analog mit den anderen Klick-Events genauso. Das sorgt einfach dafür, dass sozusagen nur eine Aktion gleichzeitig möglich ist. Und die sich nicht irgendwie in die Quere kommen. Noch eine Kleinigkeit, ich möchte, wenn das Menü hier draußen ist, nicht diesen Text hier sehen können. Und das mache ich so, indem ich hier bei meinem Control bin und sage, okay, wenn dieses Control Element die Klasse Out hat, dann will ich das Label da drin, was ja die Klasse Control Label hatte, nicht sehen. Und das mache ich mit Opacity 0. Und die Klasse Out wird auch tatsächlich im JavaScript hier hinzugefügt, nämlich hierüber. Ich hätte das ja auch in CSS nur auf Rating Control beziehen können, aber man kann sich ja vorstellen, dass das bei den anderen Kontrollelementen ähnlich passieren soll. Deswegen mache ich das hier allgemein. Ja, dann wird der Text hier wirklich ausgeblendet, dann stört er mich nicht mehr. Und doch eine Kleinigkeit, wenn ich den Film bewertet habe, dann macht es keinen Sinn, dass hier Rate steht, weil ich habe den Film ja schon bewertet. Da sollte Rated stehen oder im Deutschen halt bewertet und nicht bewerten. Und das kann ich machen, indem ich hier reingehe. Das ist ja gerade der Fall, dass ich hier eine Bewertung gemacht habe. Das heißt, ich gehe auf mein Rating-Label, das war die Klasse dafür, und lege als Text gerade fest Rated. Und hier genau andersrum, also hier habe ich keine Bewertung, das heißt, ich gehe wieder hin und setze das auf Rate zurück. Ja, dann steht da Rated. Auch wenn ich das hier anders bewerte, bleibt es, aber erst wenn ich es entwerte sozusagen, dann steht wieder Rate da.
Und was ich ganz am Anfang kurz erwähnt hatte, warum habe ich eigentlich den Control-Elementen eine Breite gegeben? Also angenommen, das mache ich nicht. Dann sind diese Unterstriche hier nicht einheitlich. Das ist so der eigentliche Grund. Also das sieht irgendwie komisch aus. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich finde diesen Effekt ziemlich cool hier, dass so ein Menü rauskommt und dass es auch wieder zurückgeht. Und CSS ist halt echt schon eine feine Sache. Also ich weiß gar nicht, warum CSS so verhasst ist unter vielen Entwicklern. Ich finde es echt wunderschön und vor allen Dingen beeindruckend, wie einfach man diese Animation machen kann mit so ein paar Befehlen. Genau. Wenn ihr irgendeinen Kommentar habt, gerne reinschreiben. Und was ich vielleicht schon öfters mal hätte sagen sollen, also unter jedem Video gibt es natürlich in der Videobeschreibung Links zum Code. Und da sieht man halt den ganzen Quellcode, da sieht man auch noch weitere Links und Quellen. Schaut da auch mal gerne rein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.